Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Postillon Video News. Leser der Bild-Zeitung müssen sich umstellen, denn gedruckte Exemplare des Presseerzeugnisses dürfen künftig nicht mehr wie gewohnt in der Papiertonne entsorgt werden. Nachdem Umweltexperten jahrelang dafür geworben haben, wurde nun endlich die Abfallverordnung überarbeitet. Ausgelesene Bild-Zeitungen müssen demnach in den Sondermüll gegeben werden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war ein Gutachten, das die Arbeitsgemeinschaft der Sonderabfallentsorgungsgesellschaften der Länder in Auftrag gegeben hat. Ja, der Inhalt der Bild-Zeitung hat mit seiner Mischung aus Hetze, Lügen und Kampagnenjournalismus inzwischen eine so hohe Toxizität angenommen, dass die übliche Entsorgung im Papiermüll einfach nicht mehr akzeptabel ist. Aus demselben Grund wird auch dringend davon abgeraten, das Blatt in den Biomüll zu werfen. Ja, normalerweise dürfen Exkremente durchaus auf den Kompost. Aber in diesem Fall ist die Konzentration einfach zu hoch und das gefährdet das Grundwasser. Ja, und deswegen raten wir übrigens auch dringend davon ab, Bildzeitungen zu Klopapier zu verarbeiten, denn da drohen auch Hautirritationen und Analvergiftungen. Stattdessen müssen Leser des Blattes alte Ausgaben künftig zur nächstgelegenen Sondermülldeponie bringen, wo die Bildzeitung gegen eine Gebühr von 10 Euro pro Ausgabe fachgerecht entsorgt und in seine Einzelteile zerlegt werden kann. Besonders toxische Seiten der Zeitung wie die mit Post von Wagner, Kommentare vom Chefredakteur, Hetze gegen Ausländer oder Arbeitslose, Persönlichkeitsrechtsverletzungen oder Sexismus werden in Fässer gepackt und in einem alten Salzstollen gelagert.